Hier ist Wiegald Boning! Ich freue mich. Wiegald Boning! Komm mit, Wiegald. Schön, dass du da bist. So sieht's aus. Hör mal, hast du dich aber schick gemacht? Ja, ich habe mir gestern, mein Hemd war so schmutzig neulich, ja? Und da habe ich, und ich war auf Reisen und da habe ich mir Neues gekauft. So, das macht man. Das sehr gut. Genau. Das sieht jetzt natürlich noch recht schick aus. Ja, dann könnte es auch Kellner im FKK-Restaurant sein. Das wäre gar nicht so uninteressant. Das wär nicht schlecht. Schön, dass du hier bist. Du bist ja seit 1000 Jahren im Showgeschäft. Seit wie vielen Jahren bist du im Showgeschäft? Weißt du das? Also erster Auftritt war am 14. Januar 1983 im Jugendzentrum Papenburg. Wer kennt's nicht? Ja. Da beginnen ganz viele Karrieren. Genau. Dann ging's dann zu Samstagnacht, ne? Richtig. Ja. Ja. Da hast du dann die Doofen gegründet. Olli zusammen. Mit Olli Dittrich. Und da habe ich ja wirklich so viele Jahre zugetanzt zu Hause. Ne? Ja. Nämlich jetzt noch, wenn ich stinke, dann sage ich winke, winke und goodbye. Da warst du ja im richtigen Alter. Da habe ich gestunken, also tatsächlich. 89, ja. Genau. Ja. Wann habt ihr die Doofen gegründet? Naja, das war 94, denke ich. Ja. Ja. Ja, da war ich fünf, da war ich am Start. Da habe ich das gesungen. Ja. Auf der Platte Lieder, die die Welt nicht braucht. Ja. Ganz genau. Mhm. Und danach kamen Melodien für Melonen, die hatten wir auch zu Hause. Das war das zweite Album. Genau. Und auf welchem war Toastbrot Baby drauf? Lieder, die die Welt nicht braucht. Toastbrot Baby, Toastbrot Baby, Baby, Toastbrot Baby, Toastbrot, back, 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 back. Genau. Ja. Kenn ich auch noch. Wie schreibt man sowas? Das war ja immer Teil der Samstagnachtshow. Genau. Und wir sind immer, ich glaube, mittwochs haben wir uns getroffen, um ein Lied zu schreiben. Es dauerte dann immer so zwei, drei Stunden vielleicht. Ein Joint. um dann Mief zu schreiben. Und Mief war natürlich der Hit schlechthin, oder? Der war ja sogar Number One in den Charts. Mief lag einfach nahe, weil ich damals ja immer so Anzüge aus Kunstrasen trug und so. Genau, und die Garderobe in Köln, die roch immer sehr eigentümlich. Und wir wussten, dass das irgendwann natürlich Thema eines Liedes sein würde. Und jetzt bist du bei Genial Daneben. Wir saßen auch schon zusammen bei Genial Daneben. Das ist, was macht dir am meisten Spaß? Genial Daneben oder auch hier. Das sind ja Sendungen, da kann man sich ja gar nicht vorbereiten, weil man ja als Gast auch gar nicht weiß, worüber jetzt geredet wird. Das ist sehr gut. Aber hier hättest du dich vorbereiten müssen, denn wir haben nicht nur ein schönes Gespräch mit dir vor, wir haben nämlich auch ein Spiel. Ach echt? Ein kleines Quiz. Es gibt die alte Redewendung, du bist dumm wie Brot. Und danke. Wir möchten jetzt, ist eine Redewendung, wir möchten mal herausfinden, wie klug ist Wiegald Boning. Wir spielen nämlich jetzt dumm wie Brot. Bleib sitzen. Ja. Wir haben ein Spiel entwickelt und wir möchten herausfinden, wie intelligent ist Wiegald Boning. Ist er so dumm wie Brot? Eine Quizshow wie keine andere, meine Damen und Herren. Heute treffen hier zwei Kontrahenten aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier bei mir auf der Couch, Entertainer, Autor, Künstler, Wiegald Boning. Ja, hallo. Ach so, da muss man so machen, glaube ich. Ja. Okay. Und jetzt er. Und ihr Kontrahent, Herr Boning, ist ein Brot. Okay. Ja. Dieses Brot wird gegen dich jetzt antreten. Ja. In einer Quiz-Sendung. Okay. Es kann schon sein, dass das Brot das ein oder andere wissen wird. Es ist ein Weißbrot. Mhm. Ja. Dieses Brot hat zwei Seiten. Es ist bedruckt mit A oder B. Das Brot wandert in den Toaster. Ja. Es kommt eine Quizfrage. Ja. Mit zwei Antwortmöglichkeiten. Okay. Du loggst deine Antwort ein und dann gucken wir, was das Brot antwortet. Gut. Frage Nummer 1. Auf geht's. Wie viele Kalorien hat ein Weißbrot? Ach du Scheiße. 1000 Gramm. 1000 Gramm Weißbrot. Was ist denn 1000 Gramm? Muss ich schon mal. Also ein Kilo. Ein Kilo. Gut. Wie viel hat denn das? A. 26.500 Kilokalorien. Weniger. Oder B. 53.000 Kilokalorien. A oder B? Ja, in dem Fall A. 26.000. Aber das ist gar nicht so viel? Das kann doch nicht sein. Ich sag nichts mehr. A oder B? A. Mal schauen, was das Brot sagt. B. Richtig ist A. Wow. Danke. Gut. Tut mir sehr leid, nicht gewusst, liebes Brot. Nächste Frage. Ist ja total spannend.
Man steht schon unter Druck gegen eins, so ein Brot. Ja, das ist Nächste Frage. Wie oft geht Kim Jong-un, Diktator Nordkorea, zum Friseur? A. Jeden Tag. Oder B. Nie. Jeden Tag. Jeden Tag. Schauen wir, wie das Brot antwortet. So. B. Das Brot sagt B und hat sich relativ schnell entschieden. Ja. Das Brot wusste das anscheinend. Ja. Kim Jong-un geht laut eigener Aussage nie zum Friseur. Damit geht der Punkt an das Brot. Unentschieden. 1-1. Ja? Entscheidungsfrage. Ja. Also momentan, wenn es beim Unentschieden bliebe, wäre ich dumm wie Brot. Also jetzt kommt die Entscheidung. Genau, also ihr seid gerade gleich auf, steht 1-1, gerade bist du dumm wie Brot. Ja, 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 ja. Wen löste 1995 Mief auf Platz 1 der deutschen Charts ab? Das weiß ich doch nicht mehr. Ja, okay, wollen wir mal gucken. A, Take That, Back for Good. Oder Back for Good. Ja, Back for Good, ja. Oder B, La Bouche, Be My Lover. Ah, das war Take That. Mal gucken, könnte sein, ob das stimmt. Mal sehen, ob sich das Brot in den deutschen Charts 1995... Oh, das springt vom Tisch. Das Brot sagt B. Okay. La Bouche, Be My Lover. Und das ist richtig. Das Brot führt mit 2-1. Zu lange her. Ja. Das Brot führt... Bravo. Mit 2-1. Also ich bin dümmer als das Brot. Jetzt gerade bist du dümmer als das Brot. Aber ich habe noch eine Chance. Du hast noch eine Chance, wir haben noch die eine oder andere Frage. Okay. Im Falle eines Gewinns, wohin würdest du das Geld spenden? Welches Geld? Ich würde das Brot essen. Wie viele Sekunden sind 50 Jahre? A. 1.576.800.000. Oder B. 94 Milliarden 608 Millionen. Das weiß ich nicht. Das Brot kann aber gut rechnen, ne? Ja, ich nehme jetzt mal einfach. Man soll im Fernsehen immer B nehmen, wenn man nicht weiter weiß. Wenn man nicht weiter weiß, nimmt man immer B? Ist B, genau. Ich glaube, so eine Statistik hat das ergeben. Echt? Am häufigsten ist B die richtige Antwort. Müssen wir drauf achten in Quizshows. Du sagst B, 94 Milliarden. Am häufigsten ist B die richtige Antwort. Ja. Mal gucken, ob das Toast. Brot ebenfalls Statistiken liest oder es genau weiß oder gerade die Sekunden zählt. Es lässt sich auf jeden Fall Zeit und das Brot sagt A und das ist richtig. Das Brot hat mehr gewusst. Ja. Wiegald Boning verliert im Duell gegen das Brot. Das, liebe Kinder da draußen, war dumm wie Brot.